wenn ihr mein Gefangener seid, sollt ihr leben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem KI-Kampf, bei dem es sich heute nochmal um einen sehr besonderen KI-Kampf handelt, nämlich um einen sehr dick bepackten. 8 KIs, die heute auf dem Schlachtfeld stehen. Und zur Aufstellung kommen wir auch gleich. Zuerst aber nochmal eine weitere Vorrede, abseits der üblichen Anmoderation, in eigener Sache sozusagen. Denn ja, nicht nur aufgrund der Anzahl der KIs ist dieser Kampf besonders. Und zwar geht es mir darum, dass ich diesen Kampf zunächst einmal vorproduziert habe. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr den hier seht, bin ich in Urlaub, ne? Und das ist natürlich wunderbar und traritara, klasse. Falls ich also nicht irgendwie auf Kommentare eingehen kann oder das weniger tue als sonst, wundert euch nicht. Darüber hinaus werden jetzt noch ein paar weitere sehr dick bepackte KI-Kämpfe folgen, denn ich möchte der KI-Kampf-Serie auf meinem Kanal so etwas wie einen krönenden Abschluss geben. Warum ein Abschluss? Zunächst einmal, direkt um euch hier irgendwie die Angst zu nehmen, ich habe nicht vor, mit Stronghold Crusader oder mit YouTube aufzuhören. Eigentlich ganz im Gegenteil, es gibt immer noch viel, was ich umsetzen möchte. Aber was die KI-Kämpfe auf diesem Kanal betrifft, beziehungsweise das Paket Legenden des Ostens, muss man zwei Dinge einfach ganz klar konstatieren. Und zwar erstens, das Paket ist eigentlich, wenn man es streng betrachtet, von vornherein nicht perfekt für KI-Kämpfe geeignet. Diese Stufeneinteilung von 1 bis 4 fühlt sich für mich sehr echt und sehr richtig und sehr gut an. Einfach aufgrund der Herzöge Ratte bis Wolf, die natürlich das so ein bisschen vorgeben für mich und die ich ja relativ streng auf alle übrigen KIs übertragen habe. Aber man muss sagen, die kleinen KIs zum Beispiel unterzubringen in den Kämpfen war seit jeher immer etwas undankbar. Ne? So richtig optimal geht das nicht auf. Oft tanken die ein, zwei Angriffe und das war es dann. Und ist also immer ein bisschen schwierig, ausgeglichene Kämpfe zu finden. Und ja, viele der Matchups, die dann eben trotzdem Sinn ergeben und spannend sind, habe ich inzwischen auch einfach aufgebraucht. Ne? Also ich glaube, wenn man es rein rechnerisch macht mit allen Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, dann gibt es noch Tausende wahrscheinlich, die ich veranstalten könnte. Aber wie gesagt, die sich sinnvoll anfühlen aufgrund der Story der KIs oder einfach der Stärkeverhältnisse, sind so ein bisschen einfach aufgebraucht inzwischen. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass auch ich das merke. Ich tue mich immer schwerer damit, Matchups zu finden, wo ich selbst Bock habe, die zu casten. Und ja, ne? Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Und darüber hinaus warte ich auch einfach. Ich glaube, auch das habt ihr vielleicht schon mitbekommen in den letzten Videos, habe ich es immer mal wieder am Rande erwähnt, warte ich so ein bisschen auf UCP 3. Wenn der rauskommt, ergeben sich für mich nochmal neue Möglichkeiten, die KIs anzufummeln und meine Balance-Kämpfe zu machen, mich auf mein eigenes Turnier vielleicht vorzubereiten, was ich vielleicht auch mit noch ein paar anderen Leuten zusammen machen möchte. Aber für mich steht da UCP 3 einfach ganz klar als Bedingung davor, denn es würde sich obsolet anfühlen, irgendein Ranking vorzunehmen und dann gibt es auch nur eine kleine Mini-Peep-Änderung durch den UCP 3 und auf einmal gibt es dieses oder jenes Matchup, wo natürlich berechtigterweise dann die Leute sagen würden, ey, das macht jetzt aber keinen Sinn mehr, weil es ja jetzt so und so. Und ja, das will ich natürlich tunlichst vermeiden. Deswegen erlege ich mir so etwas wie eine Zwangspause auf, was die KI-Kämpfe betrifft. Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, wann UCP 3 denn kommt. Wenn man Kari Glauben schenkt, dann könnte es auch morgen schon soweit sein, aber das hat er halt auch schon vor 5 Monaten gesagt. Also, ja, man weiß es einfach nicht, wann es soweit ist. Und könnt gerne mal bei Kari Lotus auf dem Kanal vorbeischauen und unter einem random Video einfach mal nerven. Das hilft auch schon. Ja, und bis dahin habe ich mir aber, wie gesagt, überlegt, gibt es noch ein paar richtig saftig, knaftige Kämpfe. Und heute haben wir hier einen, der ein Vorschlag von Böse Tat war, der angemerkt hatte, dass aufgrund der Niederlage jeweils, sowohl von den vier Herzögen als auch der gutmütigen arabischen Front gegen das Ritterteam bisher in diesen Kämpfen, nämlich Inquisitor, Richard Löwenherz, Raubritter und Schnecke, die doch mal gegeneinander kämpfen könnten. Und das sollte doch relativ ausgeglichen sein. Ob das so ist, ne? Das schauen wir jetzt einfach mal, wie gewohnt, mit 4000 Jolt auf Heavy Drinking und wir gehen rein. Und ich habe es natürlich auch schon geredet ohne Ende und aufgrund der Tatsache, dass jetzt hier kein Rusher im strengeren Sinne mit am Start ist in der Partie, schrauben wir auch direkt mal die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben. So, man muss jetzt natürlich schon sagen, ne, es ist ein 8 KI-Kampf.
Guter Begriff an der Stelle. Das bedeutet schon ganz automatisch, dass hier alles nicht so sauber laufen wird, zwangsläufig. Die KIs können sich durchaus mal verhakeln. Oh, kann die Ratte was machen? Nee, kriegt nicht mal einen einzigen arabischen Bogenschützen hier von den Emira niedergepiekst. Die KIs verhaken sich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Angriffe laufen ins Leere, Acker-Matches rechts und links. Die KIs torkeln und taumeln in der Zielfindung. Pipapo. Ja, das gehört bei so einem Kampf natürlich dazu. Dafür gibt's aber saftig-knaftig Action. Überall und jederzeit. Und ja, ne? Mal schauen, wie das hier insgesamt so ausgeht. Ich hab's genau wie zuletzt gemacht. Die ganz kleinen KIs sind hier hinten gut geschützt. Und sollten nicht weiter angegangen werden können, eigentlich, von den stärkeren KIs, zumindest für eine gewisse Zeit, sollten die Armeen nicht groß genug sein, um sich hier natürlich einmal komplett übers Schlachtfeld bis zur kleinen KI dann durchzuwühlen. Generell die Target-Choices, ich würde sagen, insgesamt zu Vorteil der arabischen Fraktion, schon allein die closest Target-Choice von Saladin, könnte gut sein, dass der sich mit seinen Horse-Archern ordentlich aufhängt, wenn er die Schlange angreift. Aber ich glaube, dass er eigentlich immer einen relativ guten Durchbruch trotzdem schaffen wird. Und allein deswegen, eine gute Möglichkeit hat, auf jeden Fall die Überzahlsituation herzustellen und die Schlange relativ zeitig beiseite zu räumen. Andererseits braucht er auch sehr lange, um hochzufahren. Ne? Vielleicht muss er auch mal einen Angriff irgendwie tanken von so einem unglücklichen Goldhaufen, den er angesammelt hat. Und dann kommt das Schweinchen auf einmal um die Ecke rum. Weiß es nicht, könnte sein. Aber denke trotzdem, insgesamt sollte das auf dem Papier ein Vorteil für die arabische Fraktion sein. Beim Wolf zum Beispiel hängt es ein bisschen davon ab, wie und ob der seine Offensivpower anbringen kann. Denn wenn er Effendi zuverlässig als Ziel auswählt, ja, auf jeden Fall, dann sollte er den zeitig beiseite räumen können. Hallo, Raid vom Schweinchen, nimmt hier einmal den Kornspeicher von Saladin mit. Das ist frech. Gut, dass ich das hier noch gesehen habe. Da wäre diese Glanztat hier völlig untergegangen sonst. Saladin baut den auch gerade noch nicht direkt nach. Die Bäcker stehen hier nur rum. 72 Beliebtheit, 70 Beliebtheit. Da kommt erst wieder das erste Brot rein. Da ist ihm jetzt ordentlich Beliebtheit, ordentlich Goldinkam durch Steuern, ordentlich Goldinkam durch Brotverkauf flöten gegangen. Richtig gute Aktion vom Schwein und hilft natürlich meine initiale Vermutung, dass Saladin hier leichtes Spiel mit der Schlange haben wird, zu entkräften. Also, sehr gute Aktion vom Dicken hier erstmal. Ja, beim Wolf, wie gesagt, wird es sehr davon abhängen, welches Ziel er auswählt. Am Anfang haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal gesehen, dass das passieren kann. Könnte es gut sein, dass der Sultan höher gewertet wird als der Effendi. Jetzt gerade nicht der Fall, zumal er jetzt hier zum Angriff ausrückt und wahrscheinlich seine ganzen Truppen verbrennen wird. Auch wenn die Schlange natürlich auch für ihn ein gutes Ziel ist. Auch das kommt nochmal verstärkend hinzu. Sultan hat starke Truppen. Gegen die arabischen Schwertkämpfer hat die Schlange durchaus ihre Probleme ab einer gewissen Anzahl. Ja, bin ich sehr gespannt, ob er da nicht vielleicht auch mal was machen kann dann. Ansonsten, genau, wie gesagt. Wolf, Target Choice Balanced, sehr unberechenbar. Ratte, Target Choice Balanced. Die würde wahrscheinlich nichts, gar nichts machen. Die Bogen bauen sich hier gerade wieder so ein bisschen ineinander. Sollte relativ egal sein. Wo wird hier Angriffsgebrüll gebrüllt? Man weiß es nicht. Ja, na gut. Wenn der Wolf hier mal drauf geht, ich glaube, das wäre durchaus von Vorteil. Obwohl er sich wahrscheinlich da sogar aufhängen würde. Aber selbst wenn er sich aufhängt, ich glaube, ihm gelingt recht gut hier der Durchbruch beim Effendi. Der hat auch eine sehr schlechte Burg gebaut hier von der Ausrichtung her. Ja, die Mange hier sehr weit abseits. Da kann er keinen Druck irgendwie aufbauen. Wolf hat jetzt hier einen dicken Turm gesetzt bekommen. Hier fehlt noch einer und hier noch sein Tower 5. Schweinchen mal mit der Aktion nochmal. Kommt hier für einen Angriff gegen Saladin tatsächlich raus, der noch nicht mal alle Türme hat. Und klopft hier schon fleißig. Der Rambock. Ja, kommt sogar bis an die Mauern ran, auch wenn es nur ein Einzelner ist. Und ja, wahrscheinlich, obwohl Emira eilt zu Hilfe mit ihren Pikinieren. Die machen allerdings nicht viel Schaden. Ich glaube, das schafft der Rambock hier trotzdem noch, den Turm einzureißen. Jawohl, da fällt er. Und Saladin rückt zum Angriff aus? Nee, der wollte hier nur den Angriff klären, weil das Schwein ja tatsächlich schon durchgebrochen ist. So, weiteres Angriffsgebrüll vom Effendi. Und der Emira, die beide auf den Wolf gehen, Entschuldigung. Nee, natürlich will Effendi hinten auf die Ratte gehen, aber macht hier so ein bisschen Drive-by-Action beim Wolfi.
Die Slinger, wir kennen das. Aufgrund der Tatsache, dass sie als Nahkampf-Unit gewertet werden, werden hier schlecht fokussiert und können ein bisschen Schaden hier machen gegen die Verteidiger. Die arabischen Schwertkämpfer, die hier durchkommen, sollten aber tatsächlich ausnahmsweise auch mal für die Ratte nicht weiter bedrohlich sein. Obwohl es erstaunlich ist, dass der Effendi es überhaupt geschafft hat, sich so weit da durchzuwühlen. Emira steht es hier und verhindert, dass die Zugbrücke gebaut werden kann, wollte ich gerade sagen. Und da hat sie, ne, wie sie nun mal eine schlaue Anführerin ist, einfach mal fix wegbewegt. Mal gucken, ob Saladin hier gleich die Brücke noch setzt. Der rückt jetzt zum Angriff aus. Schlange, wie viele Truppen hat die? Nicht so wahnsinnig viele. Hat jetzt hier relativ frisch erst überhaupt wieder angefangen zu rekrutieren, glaube ich. Das sind schon einige arabische Schwertkämpfer bei Saladin. Aber das Schweinchen kommt raus. Mit einem sehr guten Counter-Time natürlich theoretisch. Wobei ich glaube, dass das Schwein hier noch nicht wird durchbrechen können bei Saladin. Schon gar nicht mit einer tödlichen Truppe. Oder wo will es denn hin? Nee, doch auf die Mira, weil die schon länger im Angriff ist. Anscheinend gegen den Wolf immer noch, der immer noch nicht ausgerückt ist. Keine Ahnung, was der so lange macht. Wie viele Truppen hatten der? 190, okay. Wir beschleunigen hier einfach das Kampfgeschehen nochmal ein bisschen. Ich quark hier auch einfach schon viel zu lange rum. Ja, Schwein kommt hier nicht mehr relevant an. Hat sich hier schön bei Saladin vor den Toren gesammelt. Ja, da ist natürlich nichts passiert dann. Ja, Effendi rückt wieder aus. Auf wen geht er? Vielleicht verschleudert er seine Truppen. Der ist relativ nah am Sultan dran von der Wertung, ja. Verschleudert seine Truppen, um dann vom Wolf angegriffen zu werden. Wo will er hin? Auch zur Schlange. Target Choice Balance triggert rein. Oh, weia! Und beide Belagerungstürme funktionieren. Gibt es einen Anschluss zum Bergfried? Nee, gibt's nicht. Hier ist abgebrochen. Das heißt, sie können die Belagerungstürme nicht benutzen. Und das Schwein hilft natürlich hier wunderbar aus von der Seite. Ja, gehört ja zu einem Schlangebogen dazu, dass die fiese Rundrisse haben. Ja, trotz Doppelangriff reicht das hier nicht, was an arabischen Schwertkämpfern da ankommt. Oh, Wolfi? Wo sind denn Wolfstruppen hin? Hallo? Hä? Hat Wolf nicht gerade angegriffen? Doch, sieht schwer danach aus, als hätte der angegriffen. Okay, und ich habe es komplett verpasst. Wunderbar. Naja. Schwein könnte insgesamt sogar das beste Tötungspotenzial haben gegen ja, alle hier eigentlich, weil es einfach sehr variabel unterwegs ist mit der Target Choice Gold und gutes Konterpotenzial hat. Na, hat jetzt hier auch den Durchbruch. Da kommen einige rein sogar. Aber die Feuergasse reicht aus. Hier sind so ein paar Truppen gewesen, die hier einfach die Kolbis vom Schwein hier schön im Feuerwerfer gehalten haben. Das war relativ knapp. Ich glaube, Saladin hatte gerade noch nicht so richtig viele arabische Schwertkämpfer ansonsten. Gute Aktion. Nicht so gute Aktion ist, dass der Effendi sich nach wie vor den Mauern vom Wolfi sammelt. Aber das Timing mit der Mira zusammen immer ganz hübsch, muss man sagen. Dann geht er natürlich immer einigem Schaden, den der Wolf ansonsten machen würde. Mira ist jetzt auch schon ganz gut skaliert. Natürlich absolut unbedrängt bisher, was die Offensiven angeht. Ein paar popelige Truppen vom Schwein hat sie bisher abbekommen. Ansonsten, ja, gar nichts passiert bei ihr. Dementsprechend kann sie hier ziemlich freimütig skalieren. Und schöne Feuerballistenfront hier. Aber Mira, das waren Angriffsfeuerballisten und beim Effendi sind es die Störgeräte. Jetzt hier auch bestehen bleiben und, glaube ich, ordentlich Druck machen gegen den Wolf. Wie viele Einheiten hat der zusammen? 260. Man kann jetzt hier in so einem KI-Kampf, Team-KI-Kampf auch nie wissen, ob die KIs nicht irgendwie aufeinander warten. Jetzt hier. Jetzt ist hier aber ein saftiger Angriff. Das ist saftig-knaftig. Schönes Ackermatch hier. Sultan steht auf den Mauern von Saladin. Schwein kommt zum Angriff. Und Saladin mitten Durchbruch bei der Schlange mit ordentlich arabischen Schwertkämpfern. Das muss hier eigentlich schon reichen. Gegen den doppelzüngigen Gesellen. Viel zu viele Truppen. Schlange fühlt sich auch sehr spät bedroht. Da ist sie eigentlich schon fast tot. Und ja, wie ich es initial vermutet habe, Saladin mit einem Positionsvorteil, muss man feststellen. Und ja, kriegt hier sehr gut die Schlange weggeräumt. Ja, Saladin hat seine Patrol Units noch nicht mal gebraucht. Das heißt, die haben auch alle überlebt. Das kommt ihm sehr zugute, wenn er seine nächste Offensive anbringen will. Zumal er 12.000 Gold hat. Entschuldigung. Noch jemand ist vor mir gefallen. Ja, gut, ne? Da rückt der Wolf aus. Ja, und der wird jetzt leider ebenfalls auf den Sultan gehen. Oder was heißt ebenfalls? Er wird auf den Sultan gehen.
Und ja, da muss er einmal über das komplette Schlachtfeld rüber und ich glaube, da reicht seine Armee einfach noch nicht aus. Effendi rückt auch zeitgleich aus, sammelt sich in den Pechfeldern vom Wolf. Ja, ich glaube, die Truppen sind einfach hier noch nicht zahlreich genug, der gepanzerte Kern, um den Durchbruch zu schaffen und beim Sultan überhaupt zu landen. Lassen sich hier ordentlich beballern von Saladins Truppen. Und selbst dann hat ja der Sultan durchaus schlagkräftige eigene Einheiten der arabischen Schwertkämpfer. Zwar nicht so toll gegen die europäischen, aber mit plus 5 Angstfaktor sollte die Anzahl dann doch ausreichen. Ja, und Wolf jetzt hier ziemlich nackig, wird von der Emira angegriffen. Die hat, glaube ich, immer noch nicht das Potenzial, hier wirklich durchzubrechen. Und Wolf, ja, hatte ein paar Waffen übrig, konnte direkt wieder ordentlich sich hochskalieren. Ja, braucht natürlich erstmal einige Fernkämpfer. Die ganzen Nahkampfwaffen hängen hier jetzt erstmal noch rum. Ich meine, das sind die teuersten Truppen, die Schwertkämpfer, ne? Ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn er die immer noch zur Verfügung hat, aber ja. Das Schweinchen wird es natürlich in das Visier vom Saladin und auch vom gefürchteten Sultan geraten. Die werden jetzt ihre nächsten Angriffe gegen das Schwein fahren. Ja, und da kommt Saladin auch raus in ein weiteres Ackermatch mit dem Schwein, büßt erstmal die gesamten Horsearcher dadurch ein. Die arabischen Schwertkämpfer allerdings setzen sich in Folge relativ gut durch. Die Ratte kommt jetzt sogar hier dazu mit ihrem Bogenschützen, konnte sie sogar mal ein bisschen sowas ähnliches wie Schaden machen. Aber jetzt die arabischen Schwertkämpfer beim Schwein an den Mauern dran. Die Ratte hilft hier sogar aus mit eigenen Schwertkämpfern. Da kommen noch mal ein paar Störtruppen von Saladin, aber ohne Erfolg. Ja, es hängt vom Wolf und vom Schwein ab, ne? Völlig klar, die Ratte wird hier nichts Relevantes leisten mehr, würde ich vermuten. Skaliert zwar hier im Hintergrund für ihre Verhältnisse natürlich sehr gut. Aber jetzt Wolf mal mit einem Angriff gegen den Effendi. Das ist auf jeden Fall von allen Zielen, die er hier wählen kann, das Beste. Sultan, ja, deutlich stärker gerade gewertet. Trotzdem die Frage, ob das, was Wolf hier zu bieten hat, schon reicht. Er könnte natürlich sehr gut hier durchkommen. Und wenn er durchkommt, entzerren sich hier auch die Bogenschützen. Und können hier rein. Aber hier sind noch so viele Slinger drauf von Effendi. Die sind nicht mal über die Brücke drüber gekommen. Ja, fiese Tankiness, die das arabische Team hier hat. Und ja, aktuell sieht es danach aus, als würde es sich tatsächlich auf das belaufen, was ich ganz initial erwähnt habe. Das Team, was die Ratte hat, hat die Arschkarte. Denn die Ratte trägt am wenigsten bei. Ich gucke jetzt mal sicherheitshalber hier rüber. Ich habe es hier schon geahnt. Es ist wieder Zeit für Saladin anzugreifen. Der kommt hier ohne Probleme rein, kann dem Schwein hier so fies von der Seite reinwichsen. Aber Schwein kriegt das hier sehr gut weggeknubbelt, muss man sagen. Alles einmal weggefrühstückt, was Saladin da aufzubieten hatte. Wie viel Gold hat der? Immer noch 10.000 Gold. Also wirtschaftlich geht es dem hier wunderprächtig. Und da kommt der mächtige Sultan einmal anmarschiert. Und der hat inzwischen einige arabische Schwertkämpfer. Wenn jetzt hier das Schwein ausrücken sollte und der Angriff von Saladin läuft immer noch, der knallt hier immer noch drauf. Das ist schon allein wegen der Feuerballisten gefährlich. Schwein 300 Truppen. Ich habe keinen Überblick, wie viele Truppen das Schwein braucht, aber ich würde vermuten, es sind mehr als 300. Ja, da kommt jetzt erstmal in einem langen Strahl die Armee vom Sultan anmarschiert. Die Truppen sind tatsächlich nochmal schlagkräftiger als von Saladin. Laufen allerdings hier so halb durch die Flammen durch, sind aber sehr gut gesteckt. Gruselig gut gesteckt. Ich glaube, die nehmen jetzt hier einiges mit beim Schwein. Gucken wir gleich mal in die Zahlen rein. Schwein knubbelt gegen, die Armusschützen halten natürlich ordentlich drauf. Aber ich glaube, Sultan hat hier richtig Damage gemacht. Was geht sogar? Schwein so 60 Truppen verloren vielleicht. Aber dafür, dass das nur ein Sultan war, natürlich nicht verkehrt. Ja, wenn Effendi jetzt nochmal den Fehler begeht, auszurücken. Gegen die Ratte natürlich. Und Wolf dann gutes Timing hat, dann würde ich den Herzögen nochmal eine Chance zugestehen. Ansonsten wird das jetzt hier immer schwieriger, denn ja, das Schwein wird hier weiter beackert von der Seite. Keine Ausfalltruppen, die es hätte. Hat sich zwar wieder ganz gut hochrekrutiert, den Schaden fast wieder kompensiert. Aber dass hier so dauerhaft reingeschossen wird, ne, hilft der Sache natürlich nicht. Und jetzt hier der Überfalltrupp, der losmarschiert. Das Ding ist auch einfach, Saladin hat so viel Gold. Wahrscheinlich wird, der sammelt immer noch, der ist noch im Angriff. Das sind noch Angriffsgeräte. Da traf ich jetzt erst.
Okay, da hat das Schwein doch jetzt hier eine gute Chance, noch was zu machen. Aber es hat gerade erst wirklich wieder die 300 Truppen erreicht. Wolf mit einem Angriff und geht wieder auf den Sultan. Ah, gefährliches Timing. Und jetzt rückt der Effendi aus. Oh, das wäre so saftig. Knaftig gewesen. Wo sind die ganzen Truppen vom Effendi hin? Hä? Wo? Wo ist er? Hat er sich hier... Hä? Komisch. Entscheidet sich Wolf jetzt hier nochmal um? Sieht ein bisschen so aus, als würde der jetzt hier doch nochmal das Ziel wechseln wollen. Jawohl, geht jetzt frontal auf den Effendi zu. Wahrscheinlich immer noch besser, als wenn er auf den Sultan wollte, aber... Also, weil der Winkel auch einfach besser ist. Aber das reicht, glaube ich, einfach nicht mehr. Jetzt hat er hier den Durchbruch. Die Ratte kommt sogar noch mit dazu. Mit seinen Truppen. Aber Effendi hat, glaube ich, einfach schon wieder genug, um das hier abzuwehren. Ja, ziemlich easy sogar. Selbst die Schwertkämpfer der Ratte kommen hier jetzt mal rein. Und Wolf hat gerade gar nichts. Emira mit der nächsten Offensive. Und Wolf fühlt sich sogar bedroht. Startet eine Notrekrutierung. Ich glaube, unsinnig. Schwein rückt zum Angriff aus. Saladin hat aber leider wieder ordentlich angefangen zu rekrutieren. Aber das Ziel vom Schwein dürfte völlig klar sein. Gierig wie es ist, geht es hier auf Saladin. Wolf, sogar ein Durchbruch für die Emira. Wolf hat nochmal mit seinem finalen Pechkipper verteidigen können. Schwein kommt hier auch gut rein beim Saladin, aber ja, kaum Schaden machen können. Die Goldwerte sind einfach da. Ich frage mich gerade, ob Saladin hier ein Haus zu wenig hat und auch deswegen so viel Gold hat. Weil hier diese Gärten so reinfummeln vom Sultan. Aber eigentlich kann er, glaube ich, ganz gut rekrutieren. Hier stehen auf jeden Fall auch immer wieder Bauern. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die KI flüssig durchrekrutieren kann. Ja, und Wolf jetzt hier schon ordentlich bedrängt gewesen von Emira. Das tat auf jeden Fall weh. Saladin, ja, so langsam braucht er mal ein bisschen was von seinem Gold auf. Aber ist die Frage, ob das Schwein sowas nochmal getankt bekommt. Hat noch ein bisschen Gold, das Schweinchen, und rekrutiert auch fleißig wieder sich nach oben. Aber, ja, hat sich auch immer noch nicht wieder aufgebaut. Warum eigentlich hier kein Torhaus? Man weiß es nicht. Da kommt Saladin schon wieder. Die Horse Archer strömen in die Bresche und lassen sich im Nahkampf niederknüppeln. Aber ja, jetzt kommen die arabischen Schwertkämpfer hinterher. Ist das schon eine Masse, die ausreicht, um das Schwein zu brechen? Es hat natürlich den Knubbelbonus. Gerade durch die schnellen Streitkolbenkämpfer und kriegt das tatsächlich relativ leicht abgewehrt. Saladin nicht wahnsinnig viel Gold angesammelt. Schwein hat aber einige Truppen wieder verloren. Emira verheizt ein paar Ausfalltruppen. Ja, und der Wolf, ne, das Sorgenkind hier gerade. Hat der überhaupt genug Bauern? Doch. Weil hier hinten gibt es ja auch Speränzchen mit dem Turm. Könnte eigentlich mit dem Turm der Ratte besetzen, so wie das hier aufgebaut ist. Aber gut, wir schalten noch mal ein bisschen nach oben. Keine Ahnung, ob der PC das überhaupt gestemmt bekommt. Darf ja nicht vergessen, sind immer noch 7 KIs hier auf dem Schlachtfeld. Das ist schon ordentlich. Hier matscht es irgendwo. Sultan kriegt seine Truppen auch nicht mehr so richtig zusammen, hat man den Eindruck. Effendi, ja, will wieder auf die Ratte, wird wieder komplett ausgeschaltet von den Truppen vom Wolf. Da kommt wirklich gar nichts an. Gut für die Ratte, und generell gut fürs Team. Und jetzt tatsächlich mal mit einem sehr guten Timing der Wolf. Wie viel Gold hat der Effendi ansammeln können? Kaum etwas. Aber wir wissen es, da reichen so wenige Slinger aus, um so tödlich zu sein. Und Wolf nimmt jetzt hier komplett den Weg über die Palastbrücke. Trotzdem ist das eine ordentliche Metallwalze, die er hat. Da kommt ordentlich was hoch. Und tatsächlich, er kann den Kill auf Effendi landen. Wird jetzt aber sofort angegriffen von der Emira, die das Timing ausnutzt, die Konterkönigin. Völlig klar, da kommt noch mal eine Truppe zurück. Ah, herrlich, hier die richtige Nachricht zu hören. Ist die Frage, wird der Emira jetzt wieder der Durchbruch hier gelingen, wie sie eben auch schon geschafft hat? Wolf kann hier an der Seite jetzt nochmal für guten Entsatz sorgen. Aber wenn hier jetzt gleich wieder die Truppen sich durchprügeln, ist die Frage, ob er genug hat. Er konnte jetzt hier ausgleichen. Trotzdem das Team immer noch im Hintertreffen. Warum wird hier eigentlich das Tor nicht nachgebaut? Das verstehe ich echt nicht. Sieht irgendwie fast aus, als wäre der Brunnen hier im Weg. Hat die KI den Brunnen versetzt? Nee, aber hier müsste doch das Torhaus so reinragen. Aber den Boden könnte ich doch in der AIV so gar nicht platzieren, wenn das Torhaus hier reinragt.
Was ist hier los? Also, nur mal so, KIs sind in der Lage, ihre AIV-Gebäude anders zu platzieren, als eigentlich vorgegeben. Und zwar oft auch aus Platzgründen, dass sie dann so ein Haus ein bisschen näher anrücken oder so. Das geht auf jeden Fall. Aber das wäre hier natürlich das Dümmste aus Dummistan, wenn das Schwein jetzt hier dauerhaft kein Torhaus setzt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte mir die ganze Zeit, das wird einfach immer wieder abgerissen oder so. Aber jetzt, wo ich den Brunnen mal hier so sehe. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, Sultan verschleudert jetzt hier seine Angriffstruppen. Mal gucken, ob er beim Schwein was wegnehmen kann. 430 Truppen fürs Schweinchen. Es brennt, es brennt, es brennt. Ja, aber nichts, was sich ausbreiten würde. Wie viel Gold hat Saladin? 26.500 Truppen. Ja, also den ist wirklich ganz wunderprächtig. Aber auch der Wolf, der kann jetzt richtig aufatmen. Und hat jetzt viel, viel bessere Wirtschaftsmöglichkeiten hier, weil ihm nicht wieder, nicht immer alles weggeschossen wird. Das war ein wichtiger Ausgleich, den er hier geschafft hat. Selbst wenn jetzt nochmal das Schweinchen stirbt, ist wenigstens nicht alles over. Und vielleicht auch das Schwein, ne? Das ist ja bekannt als Saladin-Konter. Oh, ich bin sehr froh, dass hier nochmal der Ausgleich geschaffen wurde vom Wolf. Das macht das hier nochmal deutlich spannender. Ja, Ratte mit so ein ganz bisschen Drive-By-Schaden, aber ansonsten einfach nur jeder Menge toter Speerkämpfer. So, das Schweinchen kommt raus. Saladin ist aber massig zu Hause, auch wenn das ordentlich Truppen vom Schwein sind. Alter, diese Karawane aus Bockies, ey, ich hätte so gern, dass man ein Störgerät Bockies einstellen könnte. Das wär's. Hier wird überall ordentlich geklopft und gepocht und das Schwein macht auch ordentlich Wirtschaftsschaden parallel. Saladin aber mit so großen Goldreserven, dass ihm das verhältnismäßig egal sein sollte. Der Strukturenschaden ist aber da und jetzt hier der Durchbruch fürs Schwein. Saladin kann sich da mit seinen Horse Archern schon allein drum kümmern. Büßt, glaube ich, aber auch einige davon ein. Und jetzt rückt er zum Gegenangriff aus. Das ist so gemein. Ah, Schweinchen, nein. Oh, und Wolf kommt aber auch parallel raus. Kann hier ein paar Horse Archer mitnehmen. Oh weh, das sind so viele Horse Archer. Und ihr kennt sogar den Weg noch nicht mal. Die patrouillieren hier, weil sie hier, die müssen doch eigentlich den Zuweg erkennen und hier geradewegs reinstratzen. Und jetzt kommt aber der Wolf raus. Während Saladin gerade nicht zu Hause ist, Schwein fühlt sich bedroht. Ich glaube nicht, dass das Schwein das hier nochmal abgewehrt bekommt. Das sind so viele arabische Schwertkämpfer. Es sind nur arabische Schwertkämpfer, aber es reicht. Schlitz! Eine Nachricht vom Schwein. Einmal das Schwein quiekend aus dem Weg geräumt. Schenkt dem Schwein das Leben. Bitte. Ja, sehr unglücklich, muss man sagen, mit diesem Torhaus. Das hat natürlich die Sache sehr vereinfacht. Noch jemand ist. Ganz komische Sachen. Sache, dass das wirklich so fehlerhaft platziert wurde. Aber Wolf schnurrt jetzt. Der hat jetzt selber ordentlich Gold. Wie viel Truppen hat die Mira? Kommt die gleich nochmal raus? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, selbst wenn, sollte der Wolf das easy verteidigt bekommen. Dementsprechend nutze ich die Gelegenheit einfach mal und setze mal an der Stelle den ersten Zeitraffer. Saladin mit einem Angriff auf den Wolf. Alle Horse Archer verbrennen. Die arabischen Schwertkämpfer machen nichts, gar nichts. Ah, Emira kommt aber hinten rein, wie es aussieht. Jawohl, da rückt sie ebenfalls aus. Jetzt ist tatsächlich wichtig, dass Wolf zu Hause bleibt, weil Emira hat hier größtes Bedrohungspotenzial als Saladin. Hab's gerade wieder gesehen, die Horse Archer alle komplett verburnt. Dass gar nichts passiert. Wie viele Truppen hat denn der Wolf? 500. Auch da muss ich gestehen, kein Überblick, wie viele der braucht, um auszurücken. Ja, ordentlich Truppen auf jeden Fall, die Emira einbüßt beim Laufen in feindliches Feuer. Aber da haben sich schon wieder, hat sich die Armee schon wieder quasi in nichts aufgelöst. Von der Burg des Wolfs steht zumindest an der einen Seite zwar nur noch ein Gerippe, aber das reicht trotzdem noch aus. Und ja, Sultan natürlich ist jetzt einfach ein richtig widerlicher Köder für das Team, muss man sagen. Sultan wird jetzt dauerhaft dafür sorgen, dass Wolf da sich hinten durch Emira und Saladin durchwühlen muss. Ja, und das ist einerseits natürlich große Gefahr, dass der Wolf ausgekontert wird. Andererseits, ja, kann es gut sein, dass er einfach dauerhaft nirgends ankommt mit seinen Truppen. Obwohl die Entfernung auch immer ein bisschen relevant ist bei der Zielwahl. Und er geht tatsächlich auf Emira. Die Entfernung reicht hier bei der Balanced Target Choice. Sehr gute Wahl hier vom Wolf, nicht komplett übers Schlachtfeld zu stratzen und hier der Emira richtig schön in der Seite reinzuwichsen. Oh, und parallel kommt jetzt hier aber Saladin raus. Oh weh, oh weh, oh weh. So viel auf einmal jetzt hier.
Da ist der Durchbruch für den Wolf. Alle Truppen schwenken nochmal um. Ymira ist ordentlich zu Hause. Horse Archer sind verburnt. Da kommen aber jede Menge Nahkampftruppen noch angehetzt von Saladin. Der Wolf kommt jetzt hier um die Ecke rum. Aber Ymira ist richtig gut geknubbelt und kann dagegen halten. Kein Problem für sie tatsächlich. Und Wolf hat seinen gesamten Angriff ins Nichts gejagt. Dann doch wieder. Hat Ymira, glaube ich, aber ordentlich gekostet. Wolf mit einem kleinen Goldpolster von 5000. Und ja, beim Saladin sind keine Pikeniere dabei, nur arabische Schwertkämpfer. Das sollte er easy abwehren können. Das ist hier immer noch richtig spannend. Wenn Wolf das nochmal schafft, auf Ymira zu gehen, heieiei, dann könnte er hier nochmal das Spiel drehen tatsächlich. Man sieht einfach, Wolf hat so ein Tankpotenzial. Und da kommt Sultan raus. Gut, was der Angriff macht, das gucken wir uns jetzt, glaube ich, einfach mal im Zeitraffer an. Denn, ja, das sind auch nur arabische Schwertkämpfer. Aber da kommt Belagerungsturm nach vorne durch. Arabische Schwertkämpfer? Hallo? Entschuldigung? Komm hier beim Wolf rein? Aber für einen Kill reicht es trotzdem nicht. Gut, jetzt. Aber schnell, zackig, hier, Zeitraffer. Bis gleich. Da kommt Saladin wieder raus. Theoretisch bedrohlich, dieser Horse Archer. Oh, der wählt eine gute Seite. Oh, aber die Ratte hilft mit. Oh, aber er klärt die Ratte komplett. eigentlich Wolf ja eine brutale Konter. Da konnte die Ratte sich mal richtig sinnstiftend beteiligen hier mit der Abwehr. Eigentlich der Wolf ja immer so ein krasse Konter wegen dieser Pechfelder hier vor der Burg. Ich glaube, es funktioniert aber tatsächlich nur eins, weil hier die Farmen auch so ein bisschen im Weg sind. Dass der Wolf hier nicht so richtig seine... Ymira kommt auch dazu. Das ist jetzt sehr gefährlich für den Wolf. Er hat zwar seine ganze Armee zu Hause, aber abgesehen davon, dass immer natürlich das Potenzial besteht, dass die KI plötzlich entscheidet, dass sie keine Lust mehr hat, die Torhäuser aufmacht und hinausspaziert, könnte es auch ihm passieren, dass er jetzt viele Truppen verliert und mit dem eigenen Skalieren sehr ins Hintertreffen gerät. Wie hier geschossen und geballert wird. Aber hier stehen noch so viele Hanseln rum. Rückt der hier gerade wirklich aus? Wolf, das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, die gehen auch immer wieder hier so stückchenweise zurück. Oh, jetzt ist hier der Durchbruch. Oh, weia, und Wolf ist mit seiner gesamten Armee auf der falschen Seite. Oh Gott, jetzt verliert er hier wirklich jede Menge. Er verliert mindestens jede Menge. Richtig schlecht geknubbelt jetzt hier. Und die Feinde kommen extrem gut rein. Der Pechkipper verbrennt nochmal ordentlich den eigenen Mann. Heieieiei, der Wolf hatte über 500 Truppen. Okay, 70 hat er jetzt noch. Aber da sind auch viele Verteidiger drauf gegangen. Eieieiei. Gott. Das war so Banane, wie der hier an der Seite rausmarschiert ist. Banane? Wann hat euer Grundschullehrer das letzte Mal gesagt? Hm? Das habt ihr prima gemacht. Okay. Ja, also das hat er so schlecht gemacht. So. Das hat euer Grundschullehrer noch nie gesagt. So schlecht gemacht, dass er hier wirklich fast noch dran glauben musste. Wie sieht denn das jetzt hier mit der Wertung aus? Ja, Ymira trotzdem mehr Truppen als der Sultan. Wolf braucht jetzt erstmal wieder ein bisschen. Wie viele Truppen braucht er wohl? Saladin konnte jetzt wieder flüssig durchrekrutieren. So langsam hat er seinen Goldpolstermann ein bisschen aufgebraucht. Und ja, das sollte natürlich bedeuten, dass der Druck insgesamt nachlässt. Aber gerade die Doppelangriffe sind für einen Wolf natürlich sehr brutal mit der Ymira. Die Pikeniere machen so viel aus, wenn es darum geht zu tanken. Ist die Frage, ob das hier nochmal ausreicht, die Ymira anzugreifen statt den Sultan. Ich glaube, der Sultan ist wirklich immer noch die schlechtere Wahl, auch wenn die Ymira natürlich die deutlich stärkere KI ist. Aber ja, Wolf tankt jetzt hier halt gegen alle, ne? Wolf gegen die Welt. Die haben alle Target Choice Closest. Und Wolf steht aber eben vor der Ratte und daher, ja, gehen sie alle auf ihn. Und er hält den kleinen, nichtsnutzigen Nager im Spiel. Saladin 730 Truppen, Wolf 660. Und sie sammeln noch weiter. Saladin 770, Wolf 680. Wolf kommt raus. Kommt Saladin auch raus zu einem Konter. Das wäre jetzt hier tödlich. Wolf geht auf Sultan. Saladin hält noch die Füße still. Jetzt kommt er raus. Oh weia, die Horse Archer, das wird so wehtun. Auf die eine oder andere Weise. Entweder, jo, die rennen jetzt hier komplett in den Nahkampfstrahl rein. Aber Wolf verliert dadurch schon einige Truppen.
verteidigt sich jetzt hier einfach auf offenem Schlachtfeld gegen die Truppen von Saladin. Kriegt das auch sehr gut geklärt insgesamt. Aber das reicht jetzt wieder bei weitem nicht, um bei Sultan durchzukommen. Ja, gut. Er hat jetzt wirklich einfach hier nur den Angriff von Saladin aufgelöst. Aber ich glaube, damit hat der Saladin richtig aus dem Konzept gebracht, weil der jetzt hier kaum Gold angesammelt hat für seine Verhältnisse. Leicht gar nicht schlecht. Aber jetzt Emira mit dem Konter-Timing. Das könnte es für Wolf gewesen sein. Der hat zwar schon wieder angefangen zu rekrutieren und startet jetzt auch eine Notrekrutierung. Der hat jede Menge Gold und kann jetzt hier ordentlich Armbrust und Bogenschützen ausheben. Auch ein paar Nahkämpfer, die natürlich dazukommen. Aber trotzdem, Emira hat noch jede Menge Truppen. Der Angstfaktor-Vorteil ist nicht zu verachten. Jetzt gleich sollte hier der Durchbruch sein an der Seite. Da hinten sogar zwei Durchbrüche. Drei Durchbrüche. Sultan kommt auch dazu. Der Pechkipper verschüttet. Emira ist auf dem Bergfried. Der Lord kämpft vom Wolf. Und es reicht. Was für ein harter Kampf hier, um den Wolf niederzuringen. Am Ende ein bisschen unglücklich, muss man fast sagen, für Monsieur Wolpe. Denn, ja, wieder sehr gut ausgekontert von der Emira. Wobei das in diesem Fall auch keine besondere Leistung ist, in dem Sinne, ne, weil... Ja, so viele KIs auf dem Feld. So viele KIs auf dem Feld, da, dass da eine das Konter-Timing richtig wählt, ja, ist relativ offensichtlich. Ja, und das war's dann jetzt wohl für die Herzöge. Zwischenzeitlich war es nochmal richtig spannend, aber am Ende hat es nicht sein sollen. Wolf sehr schön den gesamten Angriff von Saladin aus dem Weg geräumt. Aber dann gegen den Punch der Emira unterlegen. Aber die war natürlich auch schon ordentlich hochskaliert. Ja, und was jetzt hier mit der Ratte passiert, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Vielleicht kriegt ja sogar der Sultan den Kill, wenn der direkt wieder ausrückt. Fragezeichen. Ich glaube, Saladin und Emira brauchen beide noch ein bisschen. Saladin braucht mindestens noch 200 Truppen, glaube ich. Und Sultan? Ja, komm. Komm, Sultan. Komm. Na, komm. Naja. Machen wir jetzt hier nochmal einen Zeitraffer? Eigentlich lohnt sich das nicht. Aber vielleicht auch schon. Naja gut, komm, hauen wir noch einen rein. Bis gleich. So, ein mächtiger gemeinsamer Angriff von Saladin und Sultan gegen die Ratte. Mal gucken, wie viel sie da aufzubieten hat gegen... ja, und da ist der Keep dann auch quasi schon leergeräumt. Und sie fühlt sich bedroht. Die Speerträger von Saladin hetzen vor. Ah, ihre Eliten hat sie noch, aber auch die könnten schon tot sein, wenn hier der Durchbruch gelingt. Der Lord versteckt sich schön unten auf dem Boden. Ja, wer macht wohl den Kill? Ja, ich denke, Saladin wird den Kill machen. Der hat hier schon einige Speerträger am Start. Die sind hier schon ganz gut geknubbelt. Die Horse Archer helfen auch noch. Und ja, Ratte wird von ihresgleichen hinweggefegt. Oh, nee, Sultan mit dem Kill. Mit den Sklaven. Ah, ich kack ab. Gut, dass ich hier nochmal verlangsamt habe. Sehr schön. Das hören wir uns doch gerne an. Das Herz des Sultans sinkt, wenn er den Schakal erlegt. Wunderbar. Ja, klasse. Damit bestätigt sich dann auch umso mehr, dass das Team verliert, was die Ratte auf seiner Seite hat. Ne? Die hat absolut gar nichts gemacht. Sultan kann einen Kill vorweisen. Oh Mann, ey, ich kack ab. Ja, aber so insgesamt sehr schön aufgeteilt. Alle KIs haben irgendwas gemacht von den arabischen KIs. Saladin 2 Kills, Emira 1 Kill, Sultan 1 Kill, Effendi 1 Tod. Ja, also, na gut, einen Tod haben auch alle Herzöge vorzuweisen. Ich glaube, das zählt nicht so richtig. Aber ich glaube, es war sehr schön anzusehen, wie der Wolf Angriff um Angriff getankt hat. Schön, dass er zwischenzeitlich noch den Ausgleich schaffen konnte. Der eine Angriff gegen die Emira, hätte das mit dem nächsten Angriff auch getan. Aber ja, in so einem Szenario ist die Closest Target Choice ein definitiver Vorteil. Oft genug ein Nachteil in meinen Aufstellungen, weil die KIs immer ja zahnlos gegen irgendwie ein entsprechendes Pendant hauen und KIs mit Balanced Target Choice da freier wählen können und sich die schwachen Pflaumen rauspflücken. In diesem Fall hier, ja, zu dicht bepackt die Karte. Da kommt nichts bei den schwachen KIs an. So, meistens Gold, Saladin. Ja, irgendwie, ja, nicht das Doppelte vom Wolf, aber doch schon ordentlich. Man merkt, dass er sehr früh anfangen konnte, freimütig zu wirtschaften. Und gerade auf so einer eng bepackten Karte sind die Produktionen auch einfach ein riesiger Vorteil. Sieht man auch an der Mira, die kommt direkt dahinter und dann erst der Wolf.
Alle übrigen KIs natürlich relativ zeitig gestorben. Effendi mit den meisten zerstörten Gebäuden. Ja, okay, da sieht man auch, warum der Wolf so lange gebraucht hat, um hochzufahren, ne? Effendi hat da richtig Stress gemacht. Die Schlange hingegen konnte da gar nichts beisteuern. Stellte Truppen auch da, Saladin ganz weit vorne, tatsächlich gefolgt von der Ratte, okay. Auch nicht schlecht. Na gut, das soll's für diesen dicken Kampf aber gewesen sein. Wie gesagt, einige weitere dieser Art werden folgen. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer, der Kampf hat euch gefallen. Mir war es auch heute wieder ein inneres Blumenpflücken. Und bis zum nächsten Mal.